Hallo, wieder zurück bei Pathfinder Wrath of the Righteous. Wir haben das letzte Mal hier noch dieses Truhenrätsel gemacht, haben uns bei diesen Sklavinnen, also den Herrn, der was die gekauft hat oder freikauft hat, der war doch nicht so gut, da das Haus des Asimar sozusagen. Der war überraschend stark, der Kampf, und die Sklavinnen sind nun befreit und sind jetzt auf dem Weg zu unserer Basis, wo sind sie? Hier, genau, hier war der Händler für die Arena-Kämpfer. Das ist, haben wir auch schon gemacht für die Anrune. Gibt es anscheinend auch ein bisschen mehr. Auf jeden Fall die Arena-Kämpfer haben wir auch befreit. Die sind auch auf dem Weg zu unserer Basis. Also wir haben ziemlich, ich glaube, alles. Jetzt aber schauen nach. Befreit, was zum Befreien geht. Und was? Oh, okay, das ist was anderes. Okay, Gefährtenquests. Schauen wir mal, ob das so geht. Wird wieder für unsere. Sie ist eine schwere, rektifizierte Tür. Sie wirkt. Ich sehe gar keine Tür gerade eigentlich. So, jetzt hier eine Tür. Sie wirkt unüberwindbar. In Augenhöhe prangt eine elegante Inschrift, 10.000 Wonnen. Darunter steht in kleineren Buchstaben ein Geschenk von Valixia, der wunderbaren, an Shivaro. Die Schöne. Die Tür sieht robust und stabil aus, aber man kann alles zerstören. Das zyrisch einfache Schloss ist wahrscheinlich verzaubert. Es wäre unvorsichtig vom Aufsteller der Tür gewesen, sie nicht durch Magie zu schützen. Wie verspottet ich? Ihr fragt euch wahrscheinlich, wie ihr mein Schloss knacken könnt. Gebt euch keine Mühe, das haben vor euch schon viele versucht. Aber nur zu, ich lache gerne. Hört mal her. In dieser Stadt herrschen angeblich Anarchie, Chaos und Freiheit. Aber ich sehe wieder nur einen Haufen reicher Idioten, deren Lakaien die Armen auf Distanz halten. Ihr solltet euch schämen, uns nicht einzulassen. Ihr seid keine Dämonen, ihr seid Schafe. Genau das seid ihr. Wolf reibt sich müde die Augen. Das war's. Tiefer geht's nicht. Ich streite mit einer Tür, Boss. Kann ich nicht einfach das Schloss knacken? Hey, weg von mir! Was macht ihr da? Ihr gebt Perversling, das ist widerlich. Für die Tür ist dein Herumstochern im Schloss höchst unangenehm, ja sogar schmerzhaft. Schließlich klickt das Schloss und die Tür sagt mit beleidigtem Ton, sei ein Monster. Nett. Nun gut, dann treten wir nun ein. Was haben wir hier?
Oh, wieder eines. Mehr. Should be. Okay, Kissen, wo Steine drin liegen. Das lesen wir sich jetzt aber gleich mal. So, von neuesten zu ältesten. Silberbahn. Okay. Ah, Shibao. Eine attraktive Leo in einem einfach, aber offenherzigen Kleid begrüßt dich mit einem warmen Lächeln. Ihr augenloses Gesicht ist friedlich. Ein neuer Gast. Wir freuen uns immer, Gäste im 10.000 Brunnen willkommen zu heißen. Ich bin Shibao, Herrscherin dieses Palastes der Freuden. Die einzigen Tabus hier sind Schlägereien, Mäßigung und Gespräche über Politik. Davon abgesehen ist alles möglich. Also, mein Gast erwartet euch sanfte Zärtlichkeiten oder, falls euch das lieber ist, ungezähmte Wildheit. Meine Dienerschaft befriedigt jeden Geschmack. Jeder davon kann für eine Nacht euch gehören oder für immer, falls eure Taschen tief genug sind. Wie lauten eure Vorlieben? Schon gut, das finde ich selbst heraus. Ein Gularianer, verstehe, ja, und kein geringer als der Kommandant des Kreuzzugs. Eure Erinnerungen sind faszinierend. So, und jetzt sind wir einander ordentlich vorgestellt. Ihr nehmt mir das doch nicht übel, oder? Ja, sie hat lange hier gelebt. Sie hatte mehrere Räume, einen Pfuhl der süßen Schrecken, wie sie sie nannte. Ihr könnt sie ganz leicht finden, sucht einfach nach einem Haufen Kultisten oder Drogen. Diese Degenerierten waren das Gefolge der Spinnerin. Als sie aus dem 10.000 Wohnen abreiste, ließ sie sich hier, damit wir uns mit ihnen amüsieren können. Was schlagt ihr mich dann? Ihr könnt es versuchen, aber ihr seid ein Gast hier. Ihr habt nicht das Sagen. Das habe ich. Jetzt sieht das ein Gold. Ich muss eure Gedanken gar nicht lesen, um zu wissen, was ihr denkt. Seid nicht geizig, diese Sukubi sind jede Münze wert.
Okay. Wir haben, statt eine Mission abzuschließen, haben wir eine weitere bekommen. This is my kind of work. Zurück in der Ecke beißt sich fliegt mir so einen flehenden Blick zu, aber um Liebe scheint es nicht zu gehen. Mhm. Ihr werdet das ja macht einen kriegerischen Eindruck und hat entsprechend, glaube ich, ist seit mir in der Menge sofort aufgefallen. Bitte gebt mir einen Augenblick eurer Zeit. Ich bin Wald Honigzunge und ich habe auf euch gewartet. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Tötet er mich oder lässt mich hier rauswerfen und ich weiß nicht, wovon was schlimmer ist. Zirix ist ein mächtiger Dämon und ich fühle mich sehr geschmeichelt, als er mich bemerkte, aber dann wurde er eifersüchtig, beschwerte sich, würde zu viel Zeit mit den anderen Gästen verbringen und dann begann er, sie zu töten. Oh, ich habe große Angst, dass er mich aus Eifersucht ebenfalls tötet. Sogus betrachtet dich aufmerksamer, als wolle er überprüfen, ob du ihm glaubst. Niemand sonst kann mir helfen. Ich bin machtlos und niemand beschützt mich außerhalb der Bordellmauern. Also habe ich mit sie ein Treffen auf dem Dachfeimer. Nicht weit von hier. Ich bitte euch, ihn zu töten und ich werde es euch mit solchen Wunde vergüten, dass keine andere Verlautung euch wieder verfügen kann. Bringt mir seinen Ring und ihr werdet erfahren, wozu Honigzunge in der Lage ist. Und das wird nicht eure einzige Belohnung sein. Das fühlt sich so gut an. Ihr findet ihn in der Nähe auf dem Dach, wo er immer nach neuen Opfern Ausschau hält. Links neben den Toren. Oberstadt könnt ihr problemlos zu ihm hinaufklettern. Aber bitte euch, bald ihr euch seine entledigt habt, bringt mir seinen Ring, sonst werde ich mich nie wieder sicher fühlen. Süß, als würde Honig von ihr tropfen. Ich kann erniedrigen, umschlingen und entlang gleiten. Ich hätte euch gern für einen vernünftigen Preis von meinem Honig kosten lassen, aber leider ist das unmöglich. Okay. Die Wache. Ein Dialog nach dem anderen. Ein großer Dämonenwache mit einem Kettenhalsband steht neben einer unscheinbaren Tür und spielt mit einem Miniaturzauberstab. Er spricht dich mit misstrauischer Miene an, aber seine Stimme ist höflich. Kann ich euch helfen? Die Oberstadt. Unsere Gäste benutzen sie häufig, da sie viel zu wichtig sind, um auf den Straßen der Mittelstadt gesehen zu werden. Wegen, das ist ein Teleportationsstab. Chiba ist in letzter Zeit zunehmend um die Sicherheit besorgt. Sie hat gesagt, etwas sei passiert und wir sollten mit unerwünschten Gästen rechnen. Die Wachen mussten sich mit diesen Dingen bewaffnen und sollen jeden Unruhestifter beim ersten Anzeichen von Gefahr hinaus auf die Straße befördern. Dass ich nur reden kann, ey. Seitdem macht mir meine Arbeit keinen Spaß mehr. Keine eingeschlagenen Schädel mehr, keine Ausweitungen. Ich frage mich, wo diese Gäste bleiben, die Chihuahua so fürchtet. Bitte nur zu, ihr seid gesindelt. Die Tür wurde für euresgleichen gemacht. Mhm.
Was willst du? Schulde ich dir Gold? In Asche, gefangen von einem sturmwirbelnd wilden Strudel des Tornados, der dieses Universum quält, in die gemessen Leere. Und wer bist du? Spielt keine Rolle. Du bist weder Asche noch Leere. Wir werden uns nie verstehen. Die Albtraumspinnerin, wir verehren sie. Und sie ist unsere Lehrerin. Sie öffnet unseren Geist für die Schönheit des Wahnsinns, macht uns hierher, gewährte uns ewigen Freuden der Angst. Und dann ging sie weg. Wohin? Warum sollte sie uns im Stich lassen? Es ist so traurig. Aber sie hat uns so viele Geschenke hinterlassen. Sie alle. Sie sind alle in ihren Verstecken. Oh, es gibt hier so viele davon. Ich weiß nicht, was das für ein Ding ist. Es sieht aus wie ein getrocknetes menschliches Gehirn, aber es hat viel süße Schrecken in sich. Du hast recht, eine große Wahrheit hat sich dir offenbart. Wir haben nichts zu besprechen. Worte sind wie Schall und Rauch. Worte sind nichts als Begehren zwischen unseren Köpfen. Nur die Vereinigung von Gefühlen. Okay. Schräger Scheiß. So. A trivial matter. Verstecke befinden sich oft im Bücherregal. In der Tat wurden die Seiten mehrerer Bücher ordentlich ausgeschnitten, aber die Verstecke sind leer. I'm rather proud of this one. Blätter bedeckt, die zu magischen Runen gefaltet werden können. Wahrscheinlich dienten sie der Albtraumspringerin zur Durchführung einiger magischer sexueller Freuden. The Mongrel did it. Auf der Rückseite des Altars verbirgt sich eine kleine Vertiefung für ein Versteck, das aber leer, leider leer ist. So. A trivial matter. Das ist doch gerade neu dazukommen, oder? Eine magische Figur, mit der Rituale zur Manipulation des Verstandes durchgeführt werden. That is not far. Focus on the goal. Terra Formos! Something wrong?
Seltsam, seltsam, seltsam. Ach, das. Okay. Noch sehr was. Don't mind me. Ask nicely. Ja, Blödsinn. Hier. Oh, wir sind ein bisschen unter. Ah. Extra wieder zugeholt. Das, me? Time's not waiting. My tail is restless. Good, here, Massenteleport. Noch hier rauf geht nicht. Cool. Ach Gottchen. So. Stadt dann offensichtlich. Thanks, Lan. You're so awesome, Lan. This is my line of work. I am prepared. Was soll schon passieren? Schick's halt an, wie wir gerade hören, der an einen Zentauren voller Stacheln erinnert, steht auf dem Dach wie ein besonders hässlicher Acker. Hat diese Hure also wieder einen Assassinen geschickt? Kommt näher, ihr Narr. Lasst mich sehen, wen ich heute zum Abendbrot verspeise. Gestern waren es zwei und ich habe einen einzigen Fleischball aus ihnen gemacht. Hat sich befohlen, mir das zu sagen. Dieselbe Morbid, die anhänglich ist wie Schlamm und mir ständig hinterher rennt. Na gut, dann greift an. Ihr werdet dann Nummer. Ach was, ich zähle längst nicht mehr mit. Glaubt ihr alles, was wir euch erzählen, dann werdet ihr nicht lange leben. Hätte ich die Schädel von allen behalten, hätte ich mir damit schon längst einen prächtigen Palast bauen können. Ich habe mir Morbid einmal im Bordell ausgesucht, weil sie robust wirkte als die anderen. Aber mir war nicht klar, dass meine Kraft sogar einen Superbus in den Wahnsinn treiben konnte. Das Weib beschloss, dass wir füreinander geschaffen sind. Ich habe diesen Unsinn natürlich lachend abgetan. Und seitdem kratzt sie immer wieder mal Geld zusammen und hetzt mir aus Rache Assassinen auf den Hals. Sie weiß, wie sehr mich das nervt. Ihr leuchtgläubigen Idioten stört immer mein Tagwerk. Aber ich muss zugeben, eure Knochen knacken lustig, wenn ich darauf rumkaue. Aber ihr seht klüger aus als die übrigen.
wollen wir einen Handel machen. Ich weiß nicht, wie viel Orbit euch versprochen hat, aber ich verdoppelt die Summe. Es wäre leicht verdientes Geld. Ihr müsstet Morbid nicht einmal töten, zumal das im Bordell sowieso unmöglich ist. Gebt ihr einfach meinen verzauberten Ring. Sobald sie ihn annimmt, wird sie hierher teleportiert und wir werden uns gepflogen für 4 Augen unterhalten. Das raffinierte Weib hat sich solche Mühe gegeben, auch nur eine Minute mit mir zu verbringen. Da wollen wir ihren Traum doch wahr werden lassen. Ihr misstraut mir, so ist es recht. Glaubt kein Wort, dass ihr Böses hört. Wobei ihr keine große Wahl habt. Entweder nehmt ihr meinen Handel an oder meine Einladung zum Abendessen mit euch als Hauptgang. Gut, dann sind wir im Geschäft. Gebt ihr den Regen und holt euch dann eure Belohnung ab. Wir werden hier auf euch warten, Morbid und ich. Das heißt, was von ihr übrig ist. Okay. Naja, zumindest kommen wir mal hier schnell hin und her. Theoretisch. Follow my lead. Schauen wir uns aber trotzdem nochmal an. Okay. Ah, da. Speichern, die Herax haben wir vorher übersehen oder ist aber noch nicht da. Müssen wir da echt mit Ding einer marschieren? Und schade. Das Spiel. I'm here. Where else would I be?
ist besser. Was haben wir hier eigentlich noch? Braucht's. Naja, okay. So. I will help where I can. You know what you're doing. Good. Oh, my name. The goddess protects us. No mistakes. Commander. Sitzt neben Zirx auf dem Dach am Leben und wohl auf ihm euren Ring zu geben, war nachgerade genial. Ich dachte schon, ich müsste durch die Gassen fliehen. Wie beim letzten Mal, als er hereinkam, war ich sicher mein Tod sehr nah. Es war so aufregend. Oh, Zirx. Ja, Nixon, er war heute besonders schnell. Ein interessanter Assassine war das dieses Mal nicht wahr. Und da kommt er, tretet näher, Schätzchen, wir geben euch eine großzügige Belohnung. Dazu, nicht zu schüchtern, wir werden euch nichts tun, wir sind zufrieden mit euch. Ihr habt das Spiel gut gespielt. Ich weiß zwar nicht, für wen wir arbeiten, aber wir müssen definitiv jemanden töten. Und so wie ich das Spiel tippe, ich auf alle beide. Es gibt nichts Süßeres als Spiele um Leben und Tod, wenn ich daran denke, wie Zirx wieder einen gierigen Idioten in Stücke reißt, den ich zu ihm geschickt habe. So was schließt die Augen. Allein die Vorstellung lässt Flammen durch meine Körper zucken. Wenn ihr wüsstet, wie schwer es ist, einen guten Partner zu finden. Alle sind immer so besorgt um ihr jämmerliches Leben. Niemand begreift wirklich, wie süß es ist, mit Ruhe ins Auge zu blicken und zu wissen, dass man noch lebt. Wir Sukubi sind stets bereit, Freude zu bereiten, aber das aufflammende Verlangen, wenn eine kalte Klinge eure Kehle berührt, nur Zirx versteht, wovon ich spreche. Ich verstehe in der Tat. Wir Vivikas sind mächtige Dämonen, wenige wagen es, uns offen anzugreifen. Was ist das für ein Leben für einen Krieger? Und Morvet kann sogar einen Paladin täuschen. Sie weiß, dass ich gerne an der Rüstung starker, aber leichtgläubiger Narren meine Muskel stehle und Zähne schärfe. 1, 2, 3, 10, 15 und dann habe ich auch welche zu zweit geschickt, die zählen einfach oder doppelt. 30, nein, aus dem Schädel des 30. habe ich Morbid einen Kelch gefertigt. Das weiß ich noch ganz genau. Und der war nicht der letzte. Ich denke, man könnte aus den Knochen mittlerweile einen schönen Thron bauen. Bezahle ich für uns beide, ihr habt sowohl mich als auch meine Morvid blendend unterhalten. Warum sollte ich euch bezahlen? Vereinbart war, dass ihr Zirx tötet, aber erlebt, wie ihr sehen könnt. Wenn wir uns wiedersehen, ihr müsst nur mit der Madame sprechen. Ich berechne euch nur den halben Preis. Okay. Also das ist mal kein Kampf, das ist nicht schlecht. So. Thanks, Lan. You're so awesome, Lan. So.
Na gut.